Willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich freue mich schon seit langem auf diesen Tag. Und zwar haben wir endlich unseren Weihnachtsbaum aus dem Keller geholt. Wir haben hier einen unechten, falls ihr das letztes Jahr auch schon mitbekommen habt. Und damit sind wir sehr zufrieden. Gestern Abend haben wir gemeinsam den Baum hochgeholt. Wir wollten ihn heute eigentlich auch gemeinsam schmücken, so wie letztes Jahr. Aber ich dachte mir, ich überrasche ihn einfach dieses Jahr mal und mache die ganze Wohnung schon mal komplett weihnachtlich fertig, dass er eigentlich gar nichts mehr machen muss. Ja, der Haken ist ja immer auf der Arbeit, deswegen dachte ich mir, ich nehme ihm diese Arbeit ab. Also für mich ist es ja keine Arbeit, ich mache das ja sehr gerne. Ich zeige euch mal ganz kurz, was die Nala macht. Was machst du? Hm? Also wie ihr auch sehen könnt, habe ich das ganze Weihnachtszeug hochgeholt. Ein paar neue Sachen, ein paar alte Sachen sind dazu gekommen. Und am allermeisten freue ich mich auf diese neuen Weihnachtsbaumkerzen. Aber ich werde euch natürlich auch zeigen, wie ich sie an den Baum hänge und wie schön sie dann am Baum leuchten. Ich fange jetzt mal an, bevor die Nala hier alles zerstört. So, meine Lieben, ich fange jetzt mit den Kugeln an. Die Lichterkette hängt vom letzten Jahr noch dran, Gott sei Dank, weil das kostet ja immer am meisten Zeit. Und wie gesagt, ich fange jetzt mal an und danach schaue ich, was ich noch alles an den Baum hängen kann. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. So, ich habe jetzt den Baum so gut eigentlich geschmückt. Jetzt fehlt nur noch das Licht. So, meine Lieben, also, die Weihnachtsbaumkerzen von Yorbai schauen so aus. Leuchten ganz toll und jetzt werde ich das mal auspacken und schauen, was mich erwartet. Das Tolle nämlich bei den Kerzen ist, dass man sie auf drei verschiedene Arten nutzen kann und die werde ich euch natürlich zeigen. Das ist die erste Variante und zwar ist hier unten eine Klammer dran und das könnt ihr einfach ganz bequem an den Weihnachtsbaum hinhängen. Das ist die zweite Variante. Es werden nämlich auch noch Saugnopf und so ein Haken mitgeliefert und so könnt ihr das dann überall, wohin ihr auch wollt, hindocken und wird dann ungefähr so ausschauen. Die dritte Variante sind solche Stecker hier unten. Die werden auch mitgeliefert und die könnt ihr dann einfach in den Garten oder in die Wiese, wo ihr auch wollt, einfach so nur reinstecken und die Kerze steht von selber. Das ist alles in der Lieferung mit drin, also drei verschiedene Arten, wie ihr diese coolen Kerzen benutzen könnt. Ich werde sie aber wie als erstes gezeigt mit den Klammern an den Weihnachtsbaum hinhängen und ihr dürft mich dabei natürlich begleiten. Kerzen batteriebetrieben, das heißt, ich muss das unten einfach nur aufschrauben, eine Batterie reinstecken und wieder zuschrauben. So, meine Lieben, in der Lieferung ist doch eine Fernbedienung enthalten und damit könnt ihr das Licht steuern. Ich habe jetzt die Lichterkette mal kurz ausgesteckt, dass ihr die Kerzen besser erkennen könnt. Und zwar mache ich das Licht jetzt erstmal an. Tada! Die brennen aber natürlich nicht rot. Ihr könnt die Farbe an der Fernbedienung einstellen. Ich mache es jetzt mal weiß. Rot. Grün leuchten sie. Blau leuchten sie. Ich kann es aber auch so einstellen, dass sich die Farbe wechselt, dass die Lichter flackern. Seht ihr das? Richtig cool, oder? Ich kann es aber auch so einstellen, dass die Lichter sich eben dauernd wechseln. Ihr könnt aber natürlich das Licht auch dimmen. Ich zeige es euch mal. Also so ist es jetzt auf weiß.
Dann gibt es hier eine Plus-Taste und eine Minus-Taste. So sind sie gedimmt. Und dann kann ich sie natürlich noch auf volle Stärke aufdrehen. Hier auf der Fernbedienung seht ihr eine 5 und ein H. Und wenn wir da drauf drücken, schaltet sich das Licht nach 5 Stunden automatisch aus. Also meine Lieben, für alle, die Interesse an diesen coolen Weihnachtsbaumkerzen haben, den Link dazu findet ihr wie immer unten in der Infobox. Und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, weil sie mehrere Funktionen haben und sie einfach nur praktisch sind. Ich bin jetzt aber mal fertig mit dem Weihnachtsbaum und mache mich jetzt mal an den Rest der Wohnung, denn der Hakan dürfte in 1 bis 2 Stunden kommen und ich habe hier noch viel, viel vor. Bleibt also dran und begleitet mich in meinem Weihnachtsbaum. Und zwar mache ich hier erstmal weiter. Ich tue jetzt hier diese ganze Deko, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, die tue ich auf jeden Fall raus und ersetze diese Kugel durch Weihnachtskugeln. Ich habe mir das mal überlegt. Ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird. Das werden wir aber gleich sehen. So, Schritt Nummer 3 ist, ich tausche das dann gegen so ein Windlicht aus in Tannenbaumoptik. Ich glaube, das sieht ein bisschen weihnachtlicher aus. Als nächstes tausche ich das hier. Also Home Sweet Home gegen so ein Tannenbaum aus. Sieht doch toll aus, oder? Zweitausend Jahre später. Ich bin jetzt endlich fertig und ich bin vollkommen zufrieden. Es sieht überall so schön gemütlich aus. Der Hakan dürfte jetzt auch jeden Moment kommen, deswegen beende ich jetzt das Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, wie ich unsere Wohnung dekoriere, weihnachtlich backe oder was weiß ich, irgendwas, was mit Weihnachten zu tun hat, dann kommentiert doch einfach mit Hashtag Weihnachten und ich weiß Bescheid. Und nicht vergessen, den Link zu den wunderschönen Weihnachtsbaumkerzen da hinten findet ihr unten in der Infobox. Ja, und wir sehen uns dann wie immer beim nächsten Mal. Tschüss!